Wir haben gerade nicht wirklich so machtgleiche Gegner. Aktuell sind wir Erster. Oh, mit einem kleinen Abstand. Das müssen wir jetzt ein bisschen verbessern. Das werden wir jetzt auch tun. Und hier, ihr seht jetzt meine Base. Die ist von Aerotrax. Ich finde die bis jetzt ganz gut. Und ich könnte euch jetzt auch mal ganz kurz einen Clip zeigen. Das ist auch sehr lustig. Und zwar hat er alle seine Helden gesetzt gegen meinen Pirat. Und das glaubt ihr nicht, aber guckt euch das Ganze mal erstmal schön an. Ich finde das lustig. Also mein Pirat ist immer noch full life. Meine Base wird zerstört. Ah, das ist schon lustig, finde ich. Und sein Gargoyle hielt immer dagegen. Okay. Okay. Dann machen wir das Ganze mal schneller. Und vorbei ist die Sache auch schon. Gleich. Mein Pirat hat's überlebt. Ja, also, jetzt werden wir erstmal die Leute anschauen, die im Gildenkrieg dabei sind. Die sind jetzt nicht wirklich sehr hoch. Ich hoffe, oh mein Gott, das ist echt wenig Macht. 160.000, 125.000, okay. Das ist auch nicht viel. Und das ist auch nicht viel. Oh Mann, das könnte echt wenig Punkte ergeben. Aber was soll's? Ich schau mal kurz den ersten an. Der hat noch keine Garnison drin, sehe ich gerade. Das heißt, es ist eine leichte Beute. Das werden wir jetzt auch uns schnell gönnen. Sind die Helden richtig drin? Nee, sind sie nicht. PD. Mino brauche ich nicht. Den Eros, ich weiß es nicht, ich nehme den einfach mal. Der Santa wird nicht gebraucht, der SK ist gut. Ja, das passt sogar eigentlich so schon. PD rein und Eros eventuell noch rein. Ich tue die HP mal raus. Und jetzt erstmal angreifen. Und ein kleiner Tipp von mir, Leute, wenn ihr zum Beispiel Gegner angreifen wollt. Versucht die ersten 5 anzugreifen mit 100%. Wenn ihr es nicht schafft und merkt, ihr verliert Helden, dann einfach unter 50% beenden. Also bevor es 50% wird. Also 49%. Dann habt ihr eure Helden noch und ihr verliert auch keine. Und ja, wenn ihr die nicht schafft, dann macht einfach Gegner mit eurem Machtbereich kaputt. Und dann klappt es auch eigentlich. Sonst macht ihr einfach viel zu viel Punkteverlust und das ist nicht gut dann. Ich mache jetzt hier einfach mal diesen Gegner hier. Ich komme von dieser Seite rein. Mein PD stackt nicht. Oh ne. Oh Mensch, der wird trocken, der wird trocken, ja. Das ist schon mal mies. Ne, das war jetzt nicht schlau von mir. Einfach andere Seite. Damit mein PD schön hochsacken kann. Zufall? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt trifft bitte den Aries. Ja, jetzt ist es gut. Oh, jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Come on. Dass dieser Scheiß Vlad hier poppen muss, ey. Mann, Mann, Mann. Egal. Volle Punktzahl, passt. Erstmal alle wiederbeleben. So.
Ich merke, ich habe gerade keinen Hintergrundton an, aber dann blende ich einfach eine Hintergrundmusik ein. Dann wird es auch eigentlich passen. Event. So, der erste ist down. Ich hoffe, ich komme auf die 2000, was ich eher bezweifle. Aber immerhin volle Punktzahl. Wo ist denn das? Da. Was hat der für eine Base? Ja, sieht mehr nach einer Gildenkriegsbase aus. Mit Garnison. Ist zwar nicht so hoch wie meine, aber wir gönnen uns mal. Wo gehe ich rein? Einfach hier unten alles reinschicken. Ich hoffe, der hat hier keine Bomben. Ich denke aber schon, dass er hier irgendwas produziert hat. Hat er ein Blatt? Ja, hat er. Aber der müsste eigentlich jetzt schnell sterben. Oh ne, diese Stunts, come on. Ich weiß schon, dass wieder irgendwas sterben wird. PD, komm. Bitte überleben. Nein, der ist tot. Oh, doch nicht. Oh mein Gott, Glück gehabt. Ja, also ich versuche mal jetzt meine Stimme ein bisschen besser oder ein bisschen leiser zu editieren. Das vom letzten Mal war ein bisschen zu laut. Und die Hintergrundmusik war noch zu laut, deswegen hat man mich manchmal nicht verstanden. Und das fand ich nicht so gut. Warte mal. Ja, das ist der. Setze ich den einfach mal hier und den da. Passt. Den setze ich mal hier, ein bisschen Stacks aufzubauen. Und den hier. So, ein 6er Streuung ist klar. Finde ich echt super. Jetzt greifen wir den mal an. Oh, der hat ja gar keine Helden drin. Ja, das ist ja mal ein Schnäppchen. So. Ich glaube, ich komme so auf die 1800 Punkte, aber finde ich nicht so gut. Aber was soll's. Immerhin werden wir vielleicht Erster. So. Ich hoffe, ich habe hier. Ja, da lag ich wohl richtig. Da war noch einer. Komm, hier schicken wir einfach alles rein. Und der PD ist schon tot. Ja, ich liebe diesen Pirat. Der macht einfach alles kaputt. Ohne Mühe. Und danach können wir auch eigentlich Lost Battlefield machen. Ich bin eigentlich eher davon aus, dass ich die 1000 Punkte erreiche für die Edelsteine. Denn die Platzierung ist mir eigentlich relativ egal. Habe ich jetzt alle Angriffe? Ja, 1000. Wie viel? 1800. Oh Mann. Aber immerhin sind wir Erster. Die Gilde ist echt nicht schlecht. Also die hält sich gut gegen unsere Gilde, die eigentlich mit der Macht sehr hoch ist. Ich weiß gar nicht, in welcher Platzierung wir sind, aber müsste eigentlich, ja. Ist schon hoch. So, jetzt machen wir mal Lost Battlefield. Ich sage euch mal ganz kurz mein Team. So, hier. Habe ich meinen Aries, meinen Mino, meinen PD, meinen Death Knight, der eigentlich zur Macht steht drinnen, und meine Happy. Dieses Team ist, glaube ich, mein schwächstes Team, aber egal, das passt trotzdem. Ich gewinne meistens trotzdem. Ist zwar verbesserungswürdig, aber egal. So, das ist mein DPS-Team. Mein Gargoyle, mein Hexer. Mein Xanta, mein Vlad und mein Eros zum Buff und zum Aufladen, sofortigen Aufladen. Das funktioniert meistens echt sehr gut. Vor allem, wenn der Eros proppt und mein Gargoyle direkt hinterher proppt. Das finde ich echt super. Also, meine Helden sterben nicht dann, auch wenn die Gegner poppen. Vor allem gegnerische Aries oder sowas. Und das ist eigentlich mein Anti-Aries-Team. Also, ich habe hier meinen SK mit 6er Streuung und meinen Druide. Ups. Und meinen Druide mit einem 6er Streuung.
wenn mein Pirat zum Beispiel zuerst proppt und dann alle Gegner gestunt sind und mein Team ist ja sowieso schon ganz vorne aufgestellt. Und dann läuft mein, läuft mein Team einfach nach vorn und bevor der Aries von dem Gegner sich bewegt oder irgendwas macht, hat mein SK ihn schon, falls er in der, auf der linken Seite hier steht, wo mein SK steht, oder da, wo mein Druide auf der Mitte steht, dann kommt er nicht mehr zum Proc und alles ist super. Aber ich weiß nicht warum, ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden mit dem Team. Verbesserungsvorschläge würde ich gerne entgegennehmen. Mann, spreche ich zu schnell, ey. So. Dann greifen wir mal den hier an. Da können wir unser Team mal beobachten. Und je nachdem können wir entscheiden, was wir tun. Aber jetzt mache ich zuerst. Weil ich sowieso das Gefühl habe, dass der Gegner das schwächste Team genommen hat. Ja, das, das ist wohl so. Ja. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so leise, weil mein Mikrofon ist ein bisschen weit weg von mir. Und jetzt, nein, das ist mein falsches Team, aber das wäre ein gutes Beispiel jetzt, wenn ich mein richtiges Aries-Counter-Team drin hätte. Und die Aufnahme läuft schon 11 Minuten. Das ist schon einigermaßen vorn. Oh, das könnte heikel werden, gegen Pirat und Gargoyle im Team. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Ja. Oh Mann. Aber ich kann euch jetzt mal das Beispiel zeigen, was ich, welches ich gemeint habe. So, jetzt. Oh nee, das wird nichts. Das wird garantiert nichts. Das wird doch was. Na dann. So, ich hoffe, dass mein Pirat zuerst poppt. Da können wir. Ne. Ja, schade. Das wäre interessant. Da könnte ich es mal zeigen, aber. Egal. Dann eben hier. Nee. Was soll das, ey? Mann. Mann, ey, was fehle ich hier so rum? Ich mach lieber meine 1000 Punkte, ist wichtiger. So, den hier kenne ich von der Rangliste, glaube ich. Ich mach einfach mal. So viel Fail in einem Tag. Mann. So, komm. Gargoyle hat gepockt und das habe ich, glaube ich, nicht gemeint, oder? Doch, habe ich gemeint. Nein, habe ich nicht gemeint. Doch, habe ich gemeint. Komm. Komm, bitte. Der hat einen Pirat. Das ist sehr hart. Mein Gargoyle pockt nicht. Hat der einen Streuungspirat? Oh nee. Ja, das wird nichts. Ja, der hat einen nice Pirat. Das muss ich schon zugeben. Also zwei Kämpfe verloren, das ist schon ein bisschen hart, aber. Da können wir wohl nichts machen. Dieses Team von mir wird auf jeden Fall gewinnen. Aber das nächste Team könnte problematisch werden. Ja. Oh ne, ich komme nicht mehr auf die 1000. Das glaube ich nicht. Das könnte sehr eng werden. Aber ich probiere es einfach nochmal, weil ich so hartnäckig bin und Hoffnung habe. Komm bitte. Der hat das da drin. Das heißt, ich probiere es sogar mal mit dem hier. Zuerst. Das könnte ja mal was werden. So, dann tue ich mal den da rein und dann das. Das könnte vielleicht was werden. Ich hoffe. Ja. Hm.
Ja, dieses Spiel, also dieses Kampf, diesen Kampf habe ich gewonnen. 15 Minuten und ich weiß nicht, wovon ich rede, aber. Okay. 32 Punkte. Ja, komm, das schaffe ich, das schaffe ich. Das schaffe ich. Ich weiß nicht. Ich mach nochmal. Geiles Teil, Talion. Talion greife ich mal an. Und das mache ich mal mit dem Team. Dem und dem. So, ich hoffe, mein Pirat poppt zuerst. Und da ist es. Da seht ihr es. Mein SK lässt den Aries nicht proppen. Das habe ich gemeint. Das finde ich echt nice. Das Spiel müsste eigentlich.